Hallo und herzlich willkommen. Luftaufnahmen, wie wir sie gerade eben gesehen haben, haben ihren ganz besonderen Charme. Wir sehen Landschaften und Orte aus einer ungewohnten, spannenden Perspektive. Doch wie entstehen solche Aufnahmen eigentlich? Um diese Frage zu klären, haben wir uns heute mit Herrn Stobbe von der Firma Ascending Technologies getroffen und er wird uns heute mal erklären, wie solche Aufnahmen genau entstehen. Herr Stobbe, schön, dass Sie da sind. Sie haben uns heute ein ganz besonderes Fluggerät mitgebracht, den Aztec Falcon 8. Was hat es damit auf sich? Was ist das Besondere daran? Also der Aztec Falcon 8 ist ein Multikopter, genauer gesagt ein Oktokopter mit 8 Rotoren. Das Besondere an dem System ist unter anderem die V-Form. Hierdurch wird ein freies Sichtfeld der Kamera nach oben und nach unten gewährleistet. Ganz wichtig für professionelle Luftaufnahmen im Foto- und Videobereich. Zum Material: Das System besteht im Prinzip komplett aus kohlefaserverstärktem Kunststoff. Nur so können wir das System überhaupt so leicht und leistungsfähig bauen. Welche Kameramodelle eignen sich besonders und wie schafft ihr es, die vom Boden anzusteuern? Also wir haben auf diesem System eine Sony NEX-7 verbaut. Diese Kamera eignet sich besonders gut für professionelle Luftaufnahmen durch ihr geringes Gewicht bei sehr guter Bildqualität. Dadurch erreicht man lange Flugzeiten und eine gute Flugperformance auch bei schwierigen Wetterbedingungen. Das heißt, das System kann im Prinzip jeden Tag eingesetzt werden. Wir haben eine spezielle Kamera-Integration durchgeführt, um die Kamera auch vom Boden aus ansteuern zu können. Sie können Belichtungszeit, Blende, ISO-Zahl, alles direkt von der Fernsteuerung aus bedienen. Also wenn ihr jetzt auf der Luft fotografieren möchtet, müsst ihr einerseits den Aztec Falcon 8 steuern, auf der anderen Seite wollt ihr fotografieren. Wie schafft ihr das beides gleichzeitig? Also das ist eigentlich kinderleicht. Die Stabilisierung von der Kamera wird durchs System automatisch übernommen. Der Kameraausgleich ist aktiv stabilisiert. Die Steuerung selber ist durch einen Autopiloten gelöst. Im Prinzip dirigiert man das System mit ganz einfachen Kommandos nur dahin, wo man das Foto oder das Video aufnehmen will. Ihr habt hier 8 Rotoren. Wie schafft ihr es, dass der Aztec Falcon 8 so ruhig in der Luft steht? Durch die 8 relativ kleinen Propeller können wir eine sehr schnelle Fluglageregelung sicherstellen. Und dadurch liegt das System im Prinzip sehr ruhig in der Luft und man sieht eigentlich praktisch keine Bewegungen mehr im System, wenn er in der Luft ist. Ich habe jetzt schon häufiger ganze Panoramaaufnahmen aus der Luft gesehen. Hat der Aztec Falcon 8 dafür eine spezielle Vorrichtung? Ja, also die V-Form hilft dabei enorm. Also Sie können die Kamera direkt nach oben oder auch nach unten schwenken, alles automatisch, ohne dabei Propeller im Bild zu haben. Auf der anderen Seite haben wir ausgereifte Softwarefunktionen, speziell für Kugelpanoramen oder zeilenweise ausgeführte Panoramen. Da drücken Sie im Prinzip nur einen Knopf und der macht das Ganze automatisch. Luftaufnahmen sind eine tolle, spannende Sache, aber darf ich mit so einem Aztec Falcon 8 jetzt eigentlich überall fotografieren und fliegen oder bin ich da an gewisse Auflagen gebunden? Also als professioneller Luftbildfotograf haben Sie natürlich gewisse Auflagen. Sie brauchen eine Aufstiegsgenehmigung und eine Haftpflichtversicherung. Beide sind kostengünstig zu bekommen. Natürlich muss man die Privatsphäre von anderen Menschen auch beachten, wie bei jedem anderen Foto auch. Man liest jetzt immer häufiger, dass solche Fluggeräte auch für militärische Zwecke eingesetzt werden. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Nein, also unsere Systeme werden ausschließlich zivil eingesetzt. Wir haben Luftbildfotografen, wir haben auch Vermesser im Kundenkreis, wir haben auch Inspektionsfirmen, die dieses System einsetzen. Aber militärische Kunden für den Aztec Falcon 8 haben wir nicht. Herr Stobbe, jetzt haben wir so viel zur Technik gehört. Ist es eigentlich sehr kompliziert, den Aztec Falcon 8 zu fliegen oder gibt es da ein besonderes Training für? Also im Gegenteil, das System ist wirklich einfach zu fliegen. Wir haben einen Autopiloten drin, der eigentlich die ganze Flugsteuerung übernimmt. Man kommandiert im Prinzip nur noch nach vorne, nach oben, zur Seite. Alles andere macht er automatisch. Trotzdem empfehlen wir, ein eintägiges Flugtraining bei uns zu absolvieren. Dann ist man auch für schwierigere Einsätze bei Wind und Wetter gerüstet. Na, wenn das so einfach ist, würde ich sagen, lass uns mal losfliegen. Dann schauen wir mal. Gerne.
da sind wir wieder. Jetzt waren wir eine ganze Weile unterwegs mit dem S-Tech Falcon 8. Es hat einen Heidenspaß gemacht. Ihr habt gesehen, dass selbst für mich als Laie ist es unheimlich einfach, den S-Tech Falcon 8 zu fliegen. Wir haben den Autopiloten, er liegt unheimlich ruhig in der Luft. Danke, Herr Staub, es hat einen Riesenspaß gemacht. Und ich würde sagen, jetzt fliegen wir einfach nochmal eine Runde. Und los geht's!